durch Schluchten im Sandsteingebirge, zu den Göttern der Pharaonen, in die Stadtburgen früharabischer Stämme, in die zerfallenen Moscheen von Saladins Zitadelle, nach San Katharina, dem ältesten Kloster der Welt, mit den Beduinen an den Gräbern ihrer Väter. Wir reisen von Masada am Toten Meer durch die Negev-Wüste zu Pharaos Insel im Roten Meer und jenseits der Grenze in Ägypten durch das Innere der Sinai hinauf zu Saladins Burg gegen die Kreuzritter. Unwirtlich ist das Wüstengebirge abweisend, rau, karg, knüppeltrocken. Und doch die Welt von Propheten, Nomaden, Eroberern, Pilgern, Bergleuten. Ihren Spuren wollen wir folgen. Auf ein himmelragendes Plateau mit schroff abfallenden Steilwänden hat der jüdische Herrscher Herodes seinen Festungspalast gesetzt. Ein Bauwerk unvergleichlicher Kühnheit, ein Bollwerk der Könige. Das sagenumwobene Masada. In diesem menschlichen Adlerhorst glaubte Herodes seine Familie und seine Getreuen unangreifbar. Seiner Prunksucht waren keine Grenzen gesetzt. Gleichsam an die Felswand geklebt, die drei Ebenen von Palast und Tempel. Hinter wehrhaften Mauern entstand eine ganze Stadt mit Lagerhallen, Kasernen, Wohnhäusern, aus Feldsteinen, die mühsam heraufgeschleppt wurden. Aus seiner Wohnung hatte der Festungskommandant diesen atemberaubenden Blick auf das Tote Meer. Ein raffiniertes System riesiger Zisternen hortete Tausende von Kubikmetern Wasser aus den zu jener Zeit noch üppigeren Regenfällen. In schmalen Lagerschuppen stapelten sich genügend Vorräte, um langen Belagerungen zu widerstehen. Findungsreich versorgte man sich selbst, das zeigen die gut erhaltenen Ställe der Tauben, die Eier, Fleisch und Dünger lieferten. Im Jahre 74 nach Christi beging ein 1000-köpfiger jüdischer Stamm Massenselbstmord, um der Vernichtung durch eine römische Übermacht zu entgehen. Masada, das jüdische Symbol für Widerstand. 500 Jahre später kamen christliche Mönche auf den Berg, um ihren Gott nahe zu sein. Sie verschwanden wieder und hinterließen eine Kirche. Über ein Jahrtausend fiel Masada der Vergessenheit anheim. Auf halber Höhe des gleichen Gebirgsmassivs am Toten Meer und in nächster Nachbarschaft zu Masada finden wir dieses bunte Paradies. Der Kibbutz En Gedi, der als Oase schon in der Bibel erwähnt wird. Es gedeihen tropische Gewächse, denn En Gedi besitzt Quellen. Aber das ist nur eine Hälfte der Erklärung. Die andere betrifft eine geologische Sensation, der man an dieser Stelle auf die Spur kam. Arye Issa bringt uns zu einem verfallenen römischen Bad. Er hat sein Leben der Suche nach Wasser in den Wüsten der Welt gewidmet, der Wasserprofessor aus Jerusalem. Wie war das vor 50 Jahren? Wir sahen das römische Bad. Es gab zwar auch ein wenig Wasser hier, Wasser aus jüngerer Zeit. Wir fragten uns jedoch, woher bekamen die Römer das Wasser? Dann entdeckten wir die Quelle da oben. Eine Quelle mit warmem Wasser. Wir sagten uns, das muss aus großer Tiefe kommen. Dann machte ein Freund von mir eine Analyse. Er fand heraus, dass dieses Wasser ganz anders war als das übliche Quellwasser. So wussten wir, hier lag eine Anomalie vor. Wie oft in der Wissenschaft führt eine Anomalie zu einem Durchbruch. Wir untersuchten das Wasser intensiver und fanden Isotope, chemische Elemente, durch die wir herausbekamen, dass es sehr altes Wasser war, mehr als 30.000 Jahre alt. Zu
So führte die Quelle am römischen Bad zur Entdeckung einer Wasserblase ungeheuren Ausmaßes unter der Wüste. Noch dazu muss man es nicht heraufpumpen. Es drückt aus etwa 900 Meter Tiefe selber an die Oberfläche. Es ist fossiles Wasser, das in der Zeit, als es hier subtropisch war, in die Tiefe einsickerte. Es ist nicht trinkbar. Aber in großen Behältern gesammelt, wird es entschwefelt und dient der Landwirtschaft. Behutsam verwendet, kann es für 300 Jahre reichen, hat Arie Issa berechnet. Es muss nur noch mittels eines Rohrsystems aus den schwarzen Sammelbehältern an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Der Kibbutz En-Gedi ist Nutznießer dieser Entdeckung geworden. It is a miniature of the state of Israel, yes? En-Gedi ist die Miniaturausgabe des Staates Israel. Idealisten, die im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatten, gründeten hier in der Mitte der Wüste den Kibbutz. Sie begannen mit Landwirtschaft und entwickelten sie langsam immer weiter. Und heute sieht man dort unten Gewächshäuser, Dattelpalmen mit sehr gutem Ertrag für den Export. Das heiße Wasser aus der Tiefe hat noch eine andere, überraschende Eigenschaft. Es gefällt Fischen, Zier- und Speisefischen. Rahn Epstein führt seinen verblüfften Gast durch seine äußerst erfolgreiche Zierfischzucht. Die hat er in wenigen Jahren aufgebaut. Er züchtet fast ausschließlich für den Export nach Europa und Amerika. Und zwar nur eine Sorte, aber von der gibt es 30 Variationen durch Kreuzungen. Man bestellt nach Farbe. Wie so mancher Unternehmer in Israel holt auch er sich treue, arbeitsame Fachleute aus Asien. 8 Thailänderinnen schmeißen mit ihm den fischigen Laden. Das Geschäft blüht, die Nachfrage ist im Moment gar nicht zu befriedigen. Welcher Aquariumbesitzer in Hamburg oder Stockholm ahnt schon, dass sich sein Hobby aus dem Brackwasser in 1000 Meter Tiefe unter der Wüste speist? Wir verlassen die Gestade des Toten Meeres, das einmal bis zu diesen bizarren Sandsteingebilden gereicht und sie mitgeformt hatte. Wir reisen über Afdat an der alten arabischen Gewürzstraße zu den pharaonischen Kupferminen von Timna, dann hinunter zu Saladins Wasserburg auf Pharaos Insel im Roten Meer. Auf diesem Weg erwarten uns geologische Wunder, die ihresgleichen suchen. Unter dem Protest dieses Ureinwohners schauen wir in eine gewaltige Gebirgsschüssel, Maktesh genannt. Wie sie vor 70 Millionen Jahren entstand, darüber brütet die Wissenschaft noch. Gleich 3 solcher Becken liegen in der Negev. Dieses ist das kleinste und das schönste. Wanderer werden zu unscheinbaren Pünktchen. Man mag nicht glauben, dass hier einmal subtropisches Klima herrschte und gewaltige Wassermassen das Innere des Kessels durch eine Öffnung am anderen Ende herausspülten. Der nubische Ibex, eine große Wildziege und ein begnadeter Kletterer, findet in der Ödnis immer noch genug zum Abknabbern und Überleben. Zu unseren kuriosen Begegnungen gehörte Ray aus Tokio. 10 Jahre lebt er schon in der Wüste, hat eine Band gegründet und übt morgens, bis es ihm zu heiß wird. Er sitzt am Rand des Riesenkraters Maktesh Ramon, auf dem Künstler einen Skulpturenpark errichtet haben. So eine Nutzung der Wüste ist typisch für das kunstbeflissene Israel.
Weiter nach Süden. Auf Hochebenen hat der arabische Volksstamm der Nabatäer seine Festungsstädte angelegt. So auch das prächtige Afdat, gelegen an der Gewürzstraße, die aus dem tiefen Arabien zu den Häfen am Mittelmeer führt. Von hier an begleitet uns Alfonso Nussbaumer, ein Schweizer, der seit über 40 Jahren in der Negev lebt, buchstäblich jeden Stein kennt, wohl nie wieder weg will und für die europäische Zivilisation verloren ist. Wir sind auf der Hauptstraße, der sogenannte Cardo oder Geschäftsstraße. Ja. Und hier wurde eigentlich der ganze Handel der Stadt hat sich da abgespielt. Wir haben da links und rechts haben wir da Geschäftshäuser, wir haben da auch Wohnungen, das heißt Wohnhäuser. Gebaut wurde fast nur aus Stein, denn Holz war knapp und kostbar wie Wasser und den Tempeln und Kirchen vorbehalten. So bildete sich die nabatäische Gewölbekunst heraus. Zugleich machte man aus dieser Notlage eine Tugend, grub sich in den Berg hinein und schaffte sich großzügige Wohnungen. 400 Jahre vor Christi Geburt war das. In die Wände waren der Altar und die Vorratskammern gemeißelt und kleine Nischen für die Öllampen. Die Nabatäer liebten Komfort und Wohlleben, der Handel hat sie reich gemacht. Sie bauten großartige Tempel, die griechischen und ägyptischen Göttern geweiht waren, bevor sie zu christlichen Kirchen wurden. Nachdem andere Religionen den Tempelberg benutzt haben, finden wir hier die frühchristliche Zeit. In dieser frühchristlichen Zeit finden wir da oben zwei Kirchen. Diese zwei Kirchen, zu denen gehört natürlich auch ein Taufbecken, weil die Bevölkerung wurde zum Christentum bekehrt. Und natürlich unter denen waren auch Erwachsene. Und wegen dem haben wir da ein Taufbecken und getauft zu der Zeit wurde noch durch Eintauchen. Und zwar, wie gesagt, das da für Erwachsene und das für Kinder. Ein Grabstein mit dem christlichen Kreuz neben dem jüdischen siebenarmigen Leuchter. Der Erlebnisbericht eines Reisenden in nabatäischer Schrift. Von hochentwickeltem Genussleben zeugt die Weinpresse. In die äußeren Felder lieferten die Weinbauern die Trauben, im inneren Feld wurden sie mit den Füßen getreten, der Saft wurde in einem großen Behälter gesammelt. Der Wein, so böse Zungen, sei nicht ganz schuldlos am Niedergang der Nabatäer. Der hochentwickelten Weinkultur der Nabatäer stand ihre Wasserkultur in nichts nach. Alfonso bringt uns in ein abgelegenes Flusstal, arabisch Wadi genannt. Siehst du, da haben wir eine Zisterne. Und zwar ist das nicht der Einlauf. Der Einlauf, der ist ein bisschen weiter unten. Und du siehst auch vom Wadi weg leicht erhöht, damit nur das gute Wasser da reinfließt. Und hier geht es rein in die Zisterne. Da sieht man noch sehr gut die Pickelspuren. Und da haben wir einen Altar. Dieser Altar, kannst du ja sehen, dass der, wenn die Zisterne gefüllt ist, unter Wasser. Das heißt also, der Altar, der wurde benutzt, wenn die Zisterne leer war. Hier hat man Opfer gebracht, um Regen zu bitten. Und Regen ist ein sehr sparsames Produkt hier in dieser Gegend. Ein geologisches Zwischenspiel. Auch diese gleichmäßig runden Steine geben der Wissenschaft Rätsel auf. Sie sind nicht nur auf der Oberfläche, sondern tief im Boden zu finden. In Ermangelung einer schlüssigen Erklärung gab man der Ebene den Spitznamen Kartoffelfeld. Solch biblisch anmutende Szenen gehören in der Negev zu den Seltenheiten und erzählen vom Niedergang der Beduinen. Israel ist ein kleines Land. So muss die Wüste für vieles Platz bieten, auch für die Armee. Wir durften bei einem Panzermanöver dabei sein. Kommandiert werden die mächtigen Merkava-Kriegsmaschinen von blutjungen Frauen. Das ist eben Israel. Bevor ich zum Militärdienst kam, mochte ich die Wüste gar nicht. Heute liebe ich die Landschaft, die Ruhe und den Sand. Lisher kann, was ist?
Der südlichste Zipfel der Negev empfängt uns mit wild aufragenden, bizarren Felswänden. Timna, die antike Stätte des Kupfers, jenes Metalls, das dem Pharaonenreich Glanz und Macht verlieh. Die Sphinx aus rotem Sandstein gleicht verblüffend ihrem Ebenbild bei den ägyptischen Pyramiden. Wir sind da in einer Sandsteinformation, das heißt, die ist 500 Millionen Jahre alt, das heißt aus der Paläozäkzeit, bestehend aus Quarz und Silikaten. Und so ist auch dieser Pilz da entstanden. Und zwar dieser Pilz, müssen wir uns vorstellen, das war ein Teil des Berges dahinter. Und wenn ihr nach dahinten schaut, da seht ihr diesen Spalt. Dieser Spalt war natürlich ein leichtes Ziel für die chemische Erosion. Das heißt, Wasser ist da reingelaufen. Und wir haben da einen Prozess, den man das sogenannte kornweise Zerfall nennt. Und so hat sich dann das langsam ausgebreitet. Und so ist der Steinpilz stehen geblieben. Warum, dass der Steinpilz oben breiter ist? Wir haben da oben eine Schicht, die besteht aus Patina. Patina, die durch Oxidation entstanden ist und so auch härter ist und so die Oberfläche schützt. Aber unten, wo diese Patina nicht existiert, da geht die Erosion weiter. Und so entsteht der größte Steinpilz der Welt. Der Canyon Adda. Das ist eine Schlucht, durch die ein sogenannter Wanderweg führt. Das Wandern ist eher eine Mischung aus Turnen, Klettern und Quetschen, in der Hoffnung, dass einem nichts auf den Kopf fällt. Wind und Wasser, das in Winterstürmen hindurchschoss, haben in Millionen von Jahren diese Spalte geformt. In 2 Stunden ist man durch. Im Kupferstollengewirr von Timna. Dieses kupferhaltige Gestein, Chalkozit genannt, das wurde an der Oberfläche gefunden. Später hat der Mensch entdeckt, dass sich das ja aus dem Berg kommt. Und dann ging er dem nach. Und hier sehen wir diese Spuren. Und da haben wir den ersten Bergbau. Und dieser Bergbau, der hat angefangen vor 7000 Jahren. Der ging horizontal rein, bis das Licht rausgeht. Und dann ein neues Loch daneben. Und so hat sich dann der Bergbau entwickelt, wie wir dann später noch sehen werden. Stollen um Stollen haben die Bergleute mit Hammer und Meißel in den Fels getrieben. Ein endloses Gewirr der Mühsal. Durch unwirtliches Gelände geht es dorthin, wo die Kupfererze verhüttet wurden. Dazu musste das Holz ganzer Wälder über hunderte von Kilometern in diese verlassene Gegend geschafft werden, um Kohle zu gewinnen. Alfonso fährt uns zu einem jahrtausendealten Schlackenfeld. Wir haben da eine riesige Kupferschmelzerei. Und was wir da sehen, das sind eigentlich der Abfall, die Schlacken. Die Kupferschmelzerei, das wurde in Ofen gemacht. Diese Ofen, die waren verhältnismäßig klein. Das Wichtige war ja an der ganzen Geschichte, dass diese Mischung da in dem Ofen drin auf 1200 Grad erhitzt wurde. Jetzt muss man sich vorstellen, vor 4000 Jahren, wie haben die gewusst, dass es jetzt 1200 Grad ist? Weil da war die Temperatur zu niedrig. Aber in den meisten Fällen, wenn wir die anderen Schlacken anschauen, werden wir sehen, dass die Schlacken sauber sind. Das heißt, die Leute, die haben genau gewusst, ohne Thermometer, dass es 1200 ist. Nur mit Gefühl. Weil wenn die Temperatur über 1200 ging, dann ist das Kupfer verdampft. Das Resultat, das war null. Und so haben diese Leute in meinen Augen unheimliche Spezialisten, also nicht irgendwelche Sklaven, wie da manchmal erzählt wurde, sondern das waren Superprofessionelle. Diese Bergleute aus dem fernen Ägypten errichteten sich am Fuß einer Felswand einen Tempel. Erst vor ein paar Jahren wurde er entdeckt und ausgegraben. Ungewöhnlich, dass er zu ebener Erde lag, ungewöhnlich auch, dass er offensichtlich ein Zeltdach hatte. Geweiht war er Hathor, der Göttin der Liebe, der Freude, aber auch Schutzpatronin der Bergleute.
Eine lebensgroße Gravur, in der Pharao Ramses der Göttin Hathor opfert, lässt eine genaue Datierung zu. 1250 vor Christus. Wie nur ist der Steinmetz da raufgekommen? Wir nehmen Abschied von den Wüstenbergen der Negev. Über den Zinnen von Sultan Saladins Wasserburg auf Pharaos Insel ragen die Berge Saudi-Arabiens auf dem jenseitigen Ufer des Roten Meeres auf. Wir sind in Ägypten und beginnen unsere Reise durch den Sinai. Von nun an nehmen Beduinen uns in ihre Obhut, treiben ihre Geländewagen durch Sand und Steine. Sayyad ist einer von dreien. Fahrer, Führer, Koch, Erzähler in einem. Er gehört dem Stamm der Barakat an, der in dieser Gegend das Sagen hat. Die Wüsten Negev und Sinai haben zwar den gleichen geologischen Ursprung, aber der Sinai ist, zumindest in seinem Inneren, weit weniger entwickelt und deshalb noch viel urwüchsiger. Unser Weg führt von Pharaos Insel über das uralte Katharinenkloster hinauf nach Sarabit el-Harim, dem einzigen pharaonischen Tempel auf dem Sinai, und endet bei Saladins Burg. Zu Füßen roter Sandsteinberge liegt an einer alten Karawanenstraße ein Hudra. Die zauberhafte Oase, die auch den Namen Grüne Quelle trägt, verfügt über einen tiefen Brunnen. Umzäunt und einzementiert hat die Neuzeit Einzug gehalten. Aber das Leben verläuft weiterhin im ruhigen Rhythmus einer Beduinensiedlung, deren Reichtum immer noch die Tiere sind. Immerhin erlaubt das Wasser den ungewöhnlichen Luxus eines Hündchens, das sogar gewaschen wird. Auch Blumen sind eine Neuerscheinung in dieser archaischen Umgebung. Die Kamele verlieren im Zeitalter des Geländewagens mehr und mehr ihre ursprüngliche Bedeutung und dienen nunmehr dazu, Touristen durch die Wüste zu schleppen. Noch bleibt ein Hudra die in sich geschlossene kleine Welt, die sich nur langsam, aber freundlich der Neuzeit aufschließt. Dieser grüne Tropfen im Sandmeer, der schon in der Bibel auftaucht, genießt den Ruhm der schönsten Oase im Sinai. Was aussieht wie der Auszug der heiligen Familie aus Ägypten, dient einem ganz profanen Zweck. Wasser holen, von weit her, in Plastikkanistern. Beduinenleben. In seiner reinen Form ist es immer seltener anzutreffen. Aber unsere Führer wissen, wo sie noch zu finden sind. Die grob gewebten Zelte in erdfarbenen Tönen, mit denen die Nomaden durch die Wüste ziehen. Zu nahe kommen darf man den Frauen nicht, dann verschwinden sie sofort. Manche werden gar feindselig. Die Zeit geht über das stolze Leben in gänzlicher Ungebundenheit hinweg. Die Beduinen, deren Stämme einst die einzigen Herrscher über den Sinai waren, sind zu einer Minderheit geschrumpft. Sayyad hat sich den veränderten Verhältnissen angepasst und sich eine neue Lebensgrundlage im Tourismus verschafft. Aber einen gewissen Stolz kann er nicht verhehlen, wenn er uns an Orte bringt, an denen er erzählen kann, wie es einmal war, in seinem liebenswürdigen Englisch. Dieses Haus gehörte Beduinen. Es ist mehr als 100 Jahre alt. Das ist der Eingang. Wenn man nachts schlafen ging, hängte man eine Decke davor. Und unten legte man Steine auf die Decke, damit der Wind sie nicht wegwehte. Gehen wir mal rein. Diese Öffnungen hier sind für die Vorräte.
Dort legten die Beduinen die Lebensmittel hin, damit die kleinen Kinder nicht ran konnten. Das ist das Fenster. Der Wind wehte von außen herein. Wenn man den Wind nicht wollte, schloss man das Fenster mit Steinen. Und hier bauten wir das Dach aus Palmwedeln, so spitz, wie bei den Häusern in der Schweiz. Sayed und seine Vorstellungen von der Schweiz. Jedenfalls ist die Zeit der schönen Steinhäuser vorbei. In den Beduinensiedlungen ist die neue Zeit angebrochen. Mit der Ankunft des Zements verbindet sich eine für uns westliche Romantiker ganz unerklärliche Liebesbeziehung zum Hohlblockstein. Seit der klapprige Tankwagen von weit her kommt, hat das Gespür für die Knappheit des Wassers abgenommen. Mit dem einfachen Bauen in Quadern ist eine neue Errungenschaft eingezogen, die Wasserwaage. Das Schlauchsystem lässt nicht darauf schließen, dass Wasser immer noch kostbar ist. So nachlässig jedenfalls wäre man vor 2000 Jahren mit dem raren Gut nicht umgegangen. Die Regierung im fernen Kairo sieht die Entwicklung zur zementierten Sesshaftigkeit nicht ungern. Ihr liegt daran, die Beduinen unter Kontrolle zu haben. Unter ein steil aufragendes Gebirgsmassiv duckt sich das Katharinenkloster. Errichtet vor 1700 Jahren dort, wo Gott aus einem brennenden Dornbusch zu Moses sprach, so der Glaube. Eine Handvoll griechisch-orthodoxer Mönche lebt, arbeitet und betet hier. Die wehrhafte Gottesburg wurde oft bedroht, aber nie erobert, nie geplündert. Wir kamen sonntags an. Stille. Und so sah das am nächsten Morgen aus. Da keilte sich eine Armada von Reisebussen und spuckte Unmengen von Touristen aus. Unter ihnen durchaus auch solche, die sich als Pilger auf besinnliche Andacht und Gebet gefreut hatten. Und nun das. Die Beduinen der Umgebung versuchen, von dem Geschäft zu profitieren und bieten ihre geschmückten Kamele für Bergtouren an. Um ungestört zu filmen, bedurfte es langer Verhandlungen und einer kräftigen Summe in die Klosterkasse. Wie man versucht, mönchische Einkehr mit dem Rummel zu vereinbaren, erklärt uns Bischof Damiaios, der Leiter des Klosters. Das Leben wird bestimmt von den vielen Menschen, die kommen. Auf der anderen Seite lebt man von dieser touristischen Bewegung. Uns als Mönchen gefällt das natürlich nicht, weil es unser Leben stört. Aber man kann es nicht verbieten, weil das die Gastfreundschaft nicht zulässt, die wir uns aus alter Zeit bewahrt haben. Wir versuchen, beides miteinander zu verbinden. Einmal eingelassen, erschließt sich eine geheimnisvolle Welt. Eine der wertvollsten Ikonensammlungen, die es gibt, der Öffentlichkeit mit wenigen Ausnahmen unzugänglich. Darunter die drastische Darstellung der Leiter zum Paradies. Wer fehltritt, stürzt in die Hölle. Über 15 Jahrhunderte hat sich eine Bibliothek angesammelt, die ihresgleichen sucht. 3000 Handschriften, 50.000 Bücher, auch sie unzugänglich. Im Wert unschätzbar. Für die Manuskripte würden Sammler Unsummen hergeben, und sei es nur für eine einzelne Seite.
Um den Schatz der neugierigen und wissensdurstigen Außenwelt zugänglich zu machen, bedienen sich die Mönche modernster Methoden. Seite für Seite wird digital aufgenommen. Das kann Jahrzehnte dauern und wer weiß, ob diese Arbeit je beendet wird. Nicht jeder Mönch besitzt technische Fertigkeiten und von außen lassen die Misstrauischen niemanden an ihre Schätze heran. Aber die Zeit, die hat in einem der ältesten Kloster der Christenheit ihre eigene, dehnbare Bedeutung. Irgendwann einmal gibt es die Klosterbibliothek, zumindest digital reproduziert, für jedermann. Früh am nächsten Morgen verlassen wir die biblische Welt, machen uns auf dem Weg nach Norden, in eine viel ältere Zeit. Sayyad bringt uns dorthin, wo die Pharaonen ihre Edelsteine aus den Felsen brechen ließen, ins Tal des Türkis. Hierher schickten die Pharaonen schon vor 5000 Jahren ihre Bergleute. Türkis ist eines der ältesten Minerale, die je abgebaut wurden. Wir folgen dem schmalen Pfad, den die Bergleute täglich hinaufsteigen mussten. Von den leuchtend blau-grünen Spaltenfüllungen im Fels ist heute nichts mehr zu sehen. Alles abgeräumt. Sayyad hat uns zur ältesten Mine der Welt geführt. Natürlich ist der Sinai-Türkis der schönste. Diese Türkisminen sind uralt. Hier hat man die Steine rausgeholt. Jetzt geht das nicht mehr, denn es ist eine archäologische Stätte geworden. Die Menschen kommen, um sich anzuschauen, wie das einmal war. Und wir Beduinen können damit etwas Geld verdienen. Wie viele Bergleute mögen von dem zusammenbrechenden Sandstein begraben worden sein? Mit einem leichten Schauder dringen wir in die stillgelegten Flöze ein. Auf den Spuren der gierigen Suche nach dem blauen Türkis, der in allen Weltkulturen als heiliger Stein verehrt und als Schmuck begehrt wurde. Und wie bei den Kupferminen von Timna ermöglicht auch hier ein altägyptisches Relief hoch oben im Fels die Datierung. 2600 Jahre vor Christi Geburt. Für den überwältigenden Blick von der Mine ins Tal wird kein Bergmann Sinn gehabt haben. 2 Stunden haben die Beduinen unsere Kameraausrüstung auf den Berg geschleppt. Jetzt ist Teepause. Sayyad hat sogar den Stammesführer, der die Herrschaft über dieses Gebiet ausübt, überreden können, uns zu begleiten. Scheich Selim Barakat Selim. Die Beduinen haben sich notgedrungen mit den veränderten Lebensbedingungen abgefunden. Aber sie haben sich ein Zeitgefühl bewahrt, dem wir ungeduldigen Europäer uns unterordnen müssen. Die inneren Uhren laufen anders. Wenn es Tee gibt, gibt es Tee. Scheich Selim und seine Leute haben am Lager nur ein Thema: Wasser. Wieder einmal hat es im vergangenen Winter viel zu wenig geregnet. So geht das schon 10 Jahre. Einsam auf einem Felsplateau in 850 Metern Höhe mit großartigem Ausblick liegt die befestigte Tempelanlage Serabit el-Khadim. Es ist der einzige Pharaonentempel auf dem Sinai, gewidmet der ägyptischen Göttin Hathor, deren Bild man immer wieder findet. Die Schutzpatronin der Bergleute, die aus den Felsen der Umgebung den Türkis brachen, teilte sich den Tempel mit dem Lokalgott Sotpu. Denn die Bergleute waren keine Sklaven, sondern Ortsansässige, die für den Pharao am fernen Nil arbeiteten.
Die imposante Anlage, so lang wie zwei Fußballfelder, wurde erst vor 100 Jahren ausgegraben. Sie ist um die 5000 Jahre alt. Scheich Selim setzt große Hoffnungen für seinen Stamm in den Tempel. Wohl deshalb hat er den anstrengenden Aufstieg mit uns unternommen. Die Inschriften erzählen von den Abenteuern der Expeditionen, steinerne Geschichtsbücher. Liebevoll in einen Felsenring gelegt, ruht eine prachtvolle Stele der Göttin Hathor. Von ihr handelt Scheich Selims Lieblingsgeschichte aus dem Sinai-Krieg von 1973. Diese Stele befand sich im Inneren des Tempels. Eines Tages um 4 Uhr nachmittags kam ein Hubschrauber. Als mein Vater, der Scheich Barakat, und meine Brüder herkamen, waren Göttin und Hubschrauber weg. Wir haben dann der israelischen Polizei gemeldet, dass um 4 Uhr ein Hubschrauber die Stele weggeholt hat. 2 Jahre hat man die Sache untersucht. Dann kam eines Tages wieder ein Hubschrauber und hat sie zurückgebracht. Man munkelt, dass Israels General Moshe Dayan die Stele privat mit nach Tel Aviv genommen hatte. Wie dem auch sei, unversehrt liegt sie im Abendlicht, die Göttin der Bergleute. Wenn sie Glück hat, wieder ein paar Jahrtausende. Auf der Weiterfahrt in den kargen Norden treffen wir auf eine Beduinenfrau, wie so oft im Alter kaum abzuschätzen, aber ihre Kinder sind noch klein. Es kommt zu einem Geschäft im Sand, bei dem Sayed den Vermittler spielt. Gehandelt wird nicht. Der bescheidene, handgemachte Schmuck ist billig. Man muss bei denen kaufen, nicht in der Stadt, sagt Sayed. Die Leute sind arm hier und brauchen das Geld. Schweigend führt die Frau ihren Schmuck vor, murmelt nur den Preis, den sie haben möchte. Mit stillem Argwohn verfolgt ihr Mann die Transaktion, die unerwartet ein paar Pfund in die Kasse der Familie einbringt. Diese Familie lebt am untersten Ende der sozialen Beduinenskala in ihren Behausungen aus Zivilisationsabfall. Das erste Mal aufstehen im Leben, das ist so eine Sache. Keine 2 Stunden alt sei das Kleine, schätzen unsere Beduinen. Mutter hat sich zur Geburt weit in die Wüste zurückgezogen. Da kommt man in diese Welt und was sieht man? Sand, Steine und nochmal Sand. Was die Zukunft vollbringt, Karawanen gibt's nicht mehr, vielleicht Touristen schleppen. Das macht die misstrauische Mutter ja auch. Da legt man sich lieber wieder hin. Geburt und Tod, Werden und Vergehen, so nah beieinander in der Wüste. Wir machen einen Umweg und kommen zu einem Beduinenfriedhof. 2 unserer Begleiter schreiten andachtsvoll durch die Reihen. Die Gräber hier sind aufwendig. Oft werden nur Steine aufrecht in den Sand gesteckt. Der Friedhof liegt am Rande ihres Stammesgebietes, das wir jetzt verlassen. Farag und Ayat treten an die Gräber ihrer Väter, sprechen ein Gebet und eine Sure aus dem Koran. Am Ende unserer Reise stehen wir vor einem gewaltigen Bergkegel im Inneren des Sinai.
Wir kommen uns vor wie am Ende der Welt. Kaum jemand verirrt sich noch in diese Einöde. Auf den Tafelberg hat der legendenumwobene Sultan Saladin eine trotzige Festung bauen lassen. Da wollen wir rauf. Die Zitadelle war zum Schutz der muslimischen Pilger, vor allem aber zur Abwehr der christlichen Kreuzritter gedacht. Als sie im Jahre 1187 vollendet war, hatte der schlachtenerprobte Saladin die Kreuzritter bereits geschlagen und benötigte die Burg nicht mehr. Auch hier oben schauen wir ehrfürchtig staunend in die kunstvollen Zisternen, wahre Kathedralen des Wassers. Natürlich waren sie einst überdacht, denn Licht ist der Feind des sauberen Wassers. Gleich zwei Moscheen ließ Saladin errichten, deren Ruinen in den Himmel ragen. So nah an Gott hatten unsere Beduinen wohl noch nie ihre Gebete gesprochen. Von der Festung schaut man hinab in eine unwirkliche Mondlandschaft. Man mag gar nicht glauben, dass hier einst drei Karawanenstraßen zusammentrafen, auf denen die Gläubigen von Nordafrika nach Mekka pilgerten. Wir verlassen den Sinai dort, wo seine wilde, schroffe Einsamkeit ihn noch vor Zerstörung durch eine unbedachte Zivilisation schützt und seine Unberührtheit zauberhafte Linien in den Abendhimmel zeichnet.